Hallo liebe YouTube-Freunde, einen schönen guten Tag und liebe Grüße aus Kirchschlag in der buckligen Welt. Ich möchte euch heute zeigen, Soleier von der anderen Art. Ich habe hier schon zwei Gläser vorbereitet. Das sind geschälte Eier. Normal gehören sie mit Schale. Ich habe es ausprobiert, es geht auch ohne Schale. Gehen sie leichter zum Schälen, wenn sie frisch gekocht sind. So, das hier sind 23 Eier, ich habe 24 gemacht, ich musste eines kosten, ob es richtig durch ist und das funktioniert. Ich möchte euch jetzt noch zeigen, die Marinade, ich habe hier schon 600 ml Wasser drin, das sind nochmal 600 ml, das müsste genügen. Wenn es zu viel ist, mein Gott, dann kommt es weg. So, auf diese Menge, das sind 1200 ml Wasser, da kommen jetzt mal 80 Gramm Salz. Salz ganz wichtig, wegen Haltbarmachung. Dann habe ich hier 4 Lorbeerblätter. Und hier habe ich von den letzten Zwiebeln habe ich mir die Schale gespart, also die kommt dazu, das bekommt dann eine Topfarbe. Der ganze Sud wird jetzt für circa 10 Minuten aufgekocht, wird über die Eier gegossen und während das kocht, werde ich euch noch zeigen, was da noch reinkommt an Gewürzen oder gar, es ist eigentlich ganz wenig. Ich werde das jetzt mal auf den Herd stellen, werde das 10 Minuten ziehen lassen, das braucht ihr nicht sehen, also das ist, ihr wisst, was drinnen ist, das ist wichtig. Okay, Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, Freunde, und zu dem, was jetzt noch reinkommt, das ist Geschmackssache, das kann sich jeder machen, wie er möchte. Letztes Mal habe ich Knoblauch beigegeben, das werde ich heute nicht machen. Ich habe hier 6 Gewürznelken, die schmeiße ich einfach da rein, die verschwinden sowieso irgendwo. Das ist rein für den Geschmack. Und dann kommt noch 2 Teelöffel Kümmel obendrauf. Ja, ihr seht, es ist nichts dabei, das war es dann schon. Ich werde das jetzt aufkochen lassen, den Sud. Ich zeige euch das dann, wie das eingefüllt wird. Das bleibt dann für mindestens eine Woche stehen, aber das sage ich euch dann später noch. Also dann, wir sehen uns dann beim Auffüllen. Bis später dann. Ja Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Sud durch ein Sieb gelassen, dass das ziemlich rein ist. Ich habe pro Glas nehme ich jetzt noch ein Lorbeerblatt dazu. So, und jetzt habe ich noch im Kühlschrank gestöbert. Ich habe einen Habanero gefunden. Also Leute, der was nicht scharf ist, würde ich es nicht empfehlen. Habanero ist einer der schärfsten Chili-Sorten, die es gibt. Und ich werde da pro Glas 2 kleine Stücke reingeben. Mal sehen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn jemand nicht scharf isst, würde ich es nicht empfehlen. So, jetzt kommt der Sud drüber und das war's dann. Ich muss das mit dem Geschirrtuch nehmen, das ist ziemlich heiß. Schön abdecken. So Leute, Deckel drauf und fertig. Wenn es abgekühlt ist, in den Kühlschrank. Und ich sage jetzt mal, in 2 bis 3 Tagen, ich werde es eine Woche stehen lassen. Und dann werde ich euch zeigen, wenn das fertig ist, was man fürs Nächste mitmachen kann. Das ist nämlich das Wichtigste. Soleier kann jeder machen, aber die sollen auch richtig angerichtet sein. Also ihr seht schon mal,
Das sieht ziemlich gut aus. Ja, Freunde, ich melde mich auf dem gleichen Video in einer Woche wieder bei der Verkostung und zeige euch dann, wie man ein paar Snacks daraus macht. Also bis später, bis nächste Woche. Bye, bye. Ja, hallo, liebe YouTube-Freunde. Ich habe keine Woche gewartet. Es sind jetzt 4 Tage vorbei. Wir werden jetzt die Soleier verkosten. Wie ihr sehen könnt, die sind richtig schön. Also die weißen Flecken sind eigentlich, wo sie beim Glas anstehen. Ich werde das jetzt mal aufmachen. Oh, die haben ganz schön Vakuum gesogen. Okay. Also ihr könnt sehen, schöne braune Farbe, das kommt von den Zwiebelschalen. Ich zeige euch jetzt mal 2 Eier, wie man das, man kann so viel verschiedene Sachen damit machen, das bleibt jedem überlassen. Zuerst mal der Länge nach durchschneiden. Ich hoffe, dass man das sehen kann, den Dotter, die Hälfte natürlich, vorsichtig herausheben. So, jetzt geht's ans, ich habe hier Sojasauce, wirklich nur ein paar Tropfen, ja. Ich werde verschiedene machen. Hier habe ich scharfen Senf, richtig scharfen Senf. Ganz wenig, das ist nur für den Geschmack. Man braucht kein Salz. Die Eier sind eingelegt in Salz. Das wieder drauf geben. Und das erste ist fertig. So, na dann. Okay, dort raus. Das nächste mache ich mit Olivenöl, habe ich hier. 1 Tropfen, 2 Tropfen, ganz, ganz wenig. Zack. Ja, man kann die verschiedensten Sachen machen. Mache ich auch mit scharfem Senf. Dotter wieder drauf geben. Leute, ihr werdet sehen, wenn ihr Besuch bekommt, so kleine Snacks nebenbei. Besuch freut sich und ihr habt die Arbeit damit. So, der nächste. Das mache ich jetzt mit Balsamico. Ich mache jetzt 2 mit Balsamico, denn das ist mein Favorit. Schmeckt am besten roter Balsamico, ein paar Tropfen nur. Das war genug. Da habe ich jetzt ganz normalen Grillsenf. Es geht wirklich nur um den Geschmack. So, und noch eines. Ich werde die jetzt dann zum ein Stück Speck essen. Und dazu, so, jetzt nochmal mit Soja. Ein Stück Speck. Und dazu gibt es richtigen Schlierbacher Käse, einen Stinkkäse. Frisch gebackenes Vollkornbrot. Nun 2 Eier. Es ist nicht gut für den Cholesterin, aber ich sage jetzt mal, man isst es nicht jeden Tag.
Ich wünsche euch gutes Gelingen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, gebt Kommentare ab, auch wenn sie nicht positiv sind. Egal, Kritik muss erlaubt sein. Ja, Freunde, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Tschüss und Servus für die Österreicher. Naja, und was natürlich nicht fehlen darf, bleibt so anständig, wie ich sein sollte. Und mir selber wünsche ich jetzt guten Appetit. Bye bye, Freunde.